Hier dreht sich alles um Cat. So lautet der Spitzname von Katharina Rybkowski. Die 39-jährige Hannoveranerin hat es unter die Top 20 der Frauen geschafft, die um den Titel Miss Germany 2022 kämpfen. Ich möchte gerne Miss Germany werden, weil ich etwas verändern möchte. Ich möchte auf Themen aufmerksam machen und in meinem Fall ist es einfach das Thema, ein aktives, gesundes und glückliches Leben zu führen, weil viel zu viele Frauen immer noch mit sich selbst unzufrieden sind. Die große Bühne ist voll ihr Ding. Die Eiskunstlauftrainerin aus Hannover coachte in der Sat.1-Show Dancing on Ice bereits Promis wie Tanzcoach Detlef die Soest. Heute gibt sie Privatunterricht in einem Eisstadion in Hannover und gibt ihr Wissen weiter. Achte mir drauf, Resa, dass du mir noch ein bisschen mehr den Fuß wirklich hier im Tee ansetzt und öffnest. Ja? Knie öffnen, dass du sauber auf rückwärts kommst. Okay? Eislaufen ist für mich das hundertprozentige Gefühl von Freiheit. Also das ist mein Ort, wo ich komplett loslassen kann, komplett ich selbst sein kann. Und das war auch schon so als kleines Kind mit 5 Jahren. Doch da gibt es eine Schattenseite. Der Leistungssport verlangte ihr alles ab. Laut Cat kontrollierten Trainer ihr Körpergewicht. Es gab Diskussionen darüber, wenn sie auch nur ein wenig zugenommen hatte. Das Ganze endete in einer Essstörung. 7 Jahre litt die Hannoveranerin an Bulimie, die sie mittlerweile überwunden hat. Für mich war es wahnsinnig schwer, sich daraus zu kämpfen. Ich habe das ohne eine Therapie gemacht. Es waren ein paar Erlebnisse. Ein Ereignis war, dass eine meiner besten Freundinnen zur gleichen Zeit an Magersucht erkrankt ist und fast daran gestorben wäre. Das hat mir die Augen geöffnet. Jahrelang akzeptierte die 39-Jährige ihren Körper nicht, wog teilweise nur 47 Kilo. Mit ihrem britischen Freund Jonathan Miles wohnt sie in Hannover. Er unterstützte sie auch bei ihrer Bewerbung zur Miss Germany und hofft, dass seine Partnerin, die sich mittlerweile so akzeptiert, wie sie ist, anderen Frauen als Vorbild dienen kann. Cat hat eine Botschaft und ich glaube, dass diese Botschaft wichtig ist. Ich unterstütze sie und ermutige sie, laut und ehrlich zu sein. Laut Katharina waren es vor allem Trainer, die ihr immer wieder sagten, dass sie nicht schlank genug, nicht hübsch genug und nicht perfekt sei. Doch darüber ist sie hinweg. Die Eiskunstlauftrainerin, die auch als Personal Trainerin arbeitet, hat ein individuelles Sportprogramm für Frauen entwickelt. Denn ihr ist es nicht mehr wichtig, was andere denken oder sagen. Meine Mission und meine Message ist im Endeffekt, dass jede Frau, egal wie sie optisch aussieht, ihren Schwerpunkt darauf, ihren Fokus darauf setzen sollte, glücklich mit sich zu sein. Weil erstmal müssen wir im Kopf anfangen, um uns selber zu akzeptieren, wie wir sind. Und dann können wir unseren Körper anschauen und gegebenenfalls etwas verändern, wenn das unser Leben zulässt. Sie will sich nicht verbiegen lassen, sondern einfach glücklich und zufrieden sein. Damit will sie die Jury überzeugen, der es nicht mehr nur auf Schönheit und Jugend, sondern verstärkt auf Persönlichkeit ankommt. Vielleicht klappt es ja bei der Wahl zur Miss Germany am 19. Februar mit dem Titel. Dann würde sich wieder alles um Cat drehen.